So, wieder Leute, willkommen zurück zu einem wunderbaren weiteren Video zu Test of Unlimited Solar Crown. Ja, es gibt endlich mal wieder was Neues zum Spiel von Killzone Racing bzw. Narcon. Und ja, letzte Info ist knapp, ich glaube, 10 Monate her. Da haben wir den letzten CGI-Trailer und einige Infos von den Jungs und Mädels bekommen. Und seitdem war ja ein bisschen Totenstille. Und jetzt gibt es endlich mal wieder ein paar Neuigkeiten zum Spiel. Und bevor wir darauf eingehen, eine Sache, die ich von euch immer super viel als Frage gestellt bekomme, sei es in Streams oder Videos oder. Lukas, bist du denn hyped aufs Spiel? Hast du denn Bock aufs neue Test of Unlimited? Das kommt doch immerhin dieses Jahr im September raus. Ja, das können wir erstmal revidieren, dazu gleich aber mehr. Und da habe ich euch immer gesagt so, ich habe an sich Bock drauf, weil die Jungs in Killzone Racing es auf jeden Fall in den ganzen bisherigen Videos und Infos so rübergebracht haben, dass sie wissen, was ein Test of Unlimited zu sein hat, welche Inhalte drin sein müssen und. Da haben sie auf jeden Fall so mir es rübergebracht, dass sie wissen, das ist ein Test of Unlimited, das muss drin sein, das erwarten die Leute. Und haben mir dementsprechend ein gutes Gefühl gegeben, dass sie auf jeden Fall in die richtige Richtung entwickeln und nicht die Marke nehmen und was komplett Falsches draus machen. Wobei mein Hype dann halt nicht gestiegen ist, lag halt eher daran, wir haben bis eben jetzt auch nur CGI-Trailer bekommen gehabt. Und da habe ich dann halt gesagt, naja, die sehen zwar cool aus und geben schon mal ein gutes Feeling, wie Hongkong Island ungefähr aussehen soll und was so das Feeling des Spiels sein soll, aber natürlich bringt das überhaupt gar kein festes Bild davon ab, wie das Gameplay des Spiels dann am Ende zu sein scheint. Weil, ich bin ehrlich, im Jahr 2022 bin ich mittlerweile soweit, ich finde CGI-Trailer cool, die geben ein cooles Feeling, coolen Vibe vom Spiel ab, aber sie holen mich nicht mehr ab, weil ich weiß, das hat mit dem finalen Spiel nur bedingt was zu tun. Ich bin eher ein größerer Fan von Trailern in Engine oder eben richtige ja, Gameplay-Szenen, die uns wirklich ein gutes Feedback vom Spiel geben. Deswegen war mein Hype noch nicht so ganz da, weil ich dachte, okay, das kommt im September raus und wir haben bisher nur CGI-Trailer und sehr viel Blabla drumherum. Wie gesagt, alles cool und schön, aber das hat mir noch nicht so das Gefühl gegeben, das wird was. Und ja, jetzt gibt es die offizielle Info, das wird dieses Jahr auch nichts mehr. Killzone Racing hat bestätigt, ja, das Spiel wird erstmal verschoben auf nächstes Jahr, auf 2023. Und da muss man leider sagen, da gibt es auch noch kein offizielles ja, Datum, wann das 2023 ist. Also erstmal wirklich nur die Angabe, es kommt 23 nicht mehr dieses Jahr. Und wenn man überlegt, das haben sie letztes Jahr angekündigt, das Release-Datum von diesem September. Also letztes Jahr waren sie sich sicher, jo, September nächstes Jahr schaffen wir. Und jetzt haben wir es verschoben bekommen und sie wissen noch nicht genau, wann es kommt. Dann habe ich das Gefühl, sie brauchen noch ein bisschen Zeit, dass man sich mit dem Release im September so ein bisschen verschätzt hat. Kann passieren, bin ich erstmal nicht schlimm drum. Wie gesagt, man hat bisher auch zu wenig Gameplay und Trailer gesehen, gedacht hätte, das wird eine sichere Nummer. Natürlich, klar, Need for Speed wird dieses Jahr auch kommen und es gibt auch noch nichts. Aber da ich das Test Drive ja schon so früh angekündigt worden ist, ich glaube 2020 war es schon, hatte man dann eher eigentlich über diesen Ablauf bis September dieses Jahr erwartet, dass dann doch mehr Footage und so kommt zum Spiel. Wie gesagt, war nicht der Fall. Ja, was noch geändert worden ist, das Spiel kommt nur noch für den PC, Series S, X und die PS5 raus. Wir haben die Generation eben für die Version für die PS4 und Xbox One gestrichen offiziell und haben gesagt, sie möchten sich auf die neue Konsolengeneration fokussieren. Nebenbei, ich denke mal, die Nintendo Switch-Version, die auch erstmal angekündigt war, die wurde jetzt gar nicht erwähnt, aber ich denke mal, die ist eh schon dann vom Tisch, weil ich sag mal so, wir bringen sich für Series, PC und PS5 raus und dann bringst du noch eine Switch-Version und sagst, PS4 und Xbox One können draußen bleiben. Das wäre ein bisschen weird. Ne, ich denke mal, die Switch-Version ist dementsprechend auch vom Tisch, dass ihr nur da Bescheid wisst. Und einerseits, ich bin jetzt persönlich da großer Fan davon, dass man sagt, okay, wir konzentrieren uns jetzt komplett auf die neuen Konsolengenerationen, weil dadurch kann man die maximale Power rausholen, was keine irgendwie so Zwiespälte haben, sondern kann wirklich sich auf eine Hardware-Power konzentrieren und das Beste aus Test of Unlimited rausholen. Und im Bezug dadurch, dass das erst nächstes Jahr rauskommt, 2023, finde ich diesen Move jetzt auch gar nicht mehr so fragwürdig oder schlecht eben Leuten gegenüber, die PC oder Xbox One haben. Weil 23 sind wir jetzt schon so lange in dem Rhythmus drin, dass voraussichtlich hoffe ich es mal, dass nächstes Jahr spätestens mal diese Konsolen auch ganz normal verfügbar sind und jeder, der sagt, ich möchte eine aktuelle Konsolengeneration mir zulegen, auch eine Series S, X oder eine PS5 sich ganz normal kaufen kann. Ich hoffe, dass sich das nächstes Jahr einfach mal ganz normal stabilisieren wird und wir in diese Richtung gehen. Und dementsprechend finde ich diesen Move persönlich nicht verkehrt. Es schadet dem Spiel auf jeden Fall nicht. Es kann dem Spiel eigentlich nur grafisch und spieltechnisch helfen, dass die Entwickler sich auf eine Sache konzentrieren können und nicht so zwischen zwei Bühnen spielen müssen. Also dementsprechend bin ich erstmal persönlich sehr davon angetan, dass sie sagen, okay, wir kümmern uns jetzt komplett um die neue Generation. Wie gesagt, bei Need for Speed ist ja auch noch eben dieser Gedanke im Hintergrund, dass es sein könnte, dass das Ding auch nur für die aktuelle Konsolengeneration kommt, aber dazu haben wir noch nichts gehört. Aber ja, so viel dazu eben. Wie gesagt, Release 23 und nur noch für die Series-Konsolen, PC und PS5. Ja, aber das war nicht alles. Gott sei Dank gab es noch ein paar Infos weiterhin. Sie haben ein paar Details genannt und es ging auch um die Clans. Aber erstmal auf Details, die ich sehr cool fand, wo sie nochmal beschrieben haben, wir wissen, was ein Test Drive Unlimited zu bedeuten hat und wir wissen, was drin sein muss. Und da haben sie dann Sachen erzählt, wie dass man Autos beim Händler kaufen kann. Es gehört einfach zum Tester dazu, dass du zum Händler gehst oder fährst und dann da drin rumlaufen kannst, dir die Autos im Detail anschauen kannst. Das ist einfach, das gehört zum Test Drive Unlimited
Feeling und das wird drin sein. Und dann halt noch so Kleinigkeiten, die während der Fahrt halt einfach so dieses kleine i-Tüpfelchen oben drauf sind für ein Testlauf-Spiel sind. Wir können natürlich das Dach öffnen, wir können blinken, wir können die Seitenfenster runterfahren und sowas. Also eigentlich total irrelevante Sachen, aber die gehören halt zum Test of Unlimited Feeling einfach dazu. Und das wissen die Jungs von Killington Racing. Deswegen mache ich mir so vom Grundspiel nicht wirklich Sorgen. Das ist, denke ich mal, in ganz guten Händen, weil sie wissen, was ein Test of Unlimited zu sein hat. Dann, was sie auch noch gesagt haben, Hongkong Island soll eben, damit es halt geil wird, wirklich komplett befahrbar sein. Die ganzen 55 Kilometer Straße, die die Map hat. Und alles drüber hinweg. Also die ganze Map ist auch frei befahrbar. Also dementsprechend Offroad natürlich auch ein wichtiger Teil. Hat man ja auch in den CGI-Trailern schon gesehen. Also dementsprechend diese ganze Insel soll komplett frei befahrbar sein. Neben eben diesen 550 Kilometer Straßennetz, die noch dabei sind. So, und dann ging es ja noch um den wichtigen Teil, den sie noch ein bisschen erwähnt hat, noch ein bisschen drauf eingegangen sind. Nämlich die beiden Clans, die es geben wird. The Streets and the Sharps. Das sind ja die beiden Clans, denen man sich anschließen kann. Und der ganze Punkt hat mir so ein bisschen wohl ein bisschen besseres Gefühl gegeben im Sinne vom Hauskauf. Weil als sie am Anfang gemeint haben, ja, du hast die HQs hier von den beiden Clans. Und da dachte ich so, ja, jetzt haben wir nur diesen HQ und können keine Häuser kaufen, weil so war das mein Feeling. Aber das klingt jetzt erstmal so, als wäre dieses ganze Hauskauf und Penthouse-Kauf-Gedönse weiterhin ein wichtiger Bestandteil des Spiels. Haben sie nicht offiziell bestätigt, aber wenn ich jetzt euch die weiteren Sachen erzähle, klingt das relativ logisch. Natürlich, als Spieler wählt ihr eine der beiden Clans aus und die haben so, ich sag mal, verschiedene Grundeinstellungen. Die Streets sind eher so ein bisschen, ja, Underground, Nightclub-mäßig, also so ein bisschen düsterer, ein bisschen bodenständiger, würde ich es mal am liebsten sagen. Chillen auch in einem HQ, was in einem alten Gebäude im Industriegebiet der Map, ja, lokalisiert ist. Sieht auch vom Bild sehr cool aus. Zu den beiden Locations haben wir auch fresche Artworks bekommen, blende ich euch währenddessen gerade mal ein. Sieht auf jeden Fall sehr cool, der Nightclub von den Streets, wo ich sagen muss, da fühle ich mich schon auf jeden Fall sehr, sehr wohl und sehr zu Hause. Dann gibt es noch The Sharps, die sind natürlich dann eher so ein bisschen interpretiert, ein bisschen reicher. Die haben in einem der Luxus-Pent-Gebäude ein wunderbares Penthouse in oberster Etage mit ein bisschen Balkon und dies und das. Und das liegt im Westen der Map. Also das sind so die beiden Clans, die ihr wählen könnt. Diese HQs selber sind aber nur als Treffpunkt gedacht. Also da trefft ihr die anderen Clan-Mitglieder und da gibt es eben Missionen. Was für Missionen gab es jetzt noch keine Infos zu, aber da könnt ihr euch die Missionen abholen. Dementsprechend klingt das für mich so, okay, du hast diese HQ, du hast aber selber noch deine Garage, dein Gebäude, was auch immer. Weil das kam vorher, finde ich, nicht so klar raus. Da hatte ich das Gefühl so, wir haben dieses HQ mit allen zusammen und das war's. Aber ich hoffe doch, wenn sie eben vorher schon über diese Details geredet haben, dass das natürlich auch ein elementarer Bestandteil ist, Häuser zu besitzen, weil das ist ja auch dieser kleine Luxusreichtum, den man nach außen herauslebt, muss man sagen. Die Clans haben verschiedene HQs. Jedes HQ hat aber nochmal einen Public-Bereich. Also zum Beispiel seid ihr von den Streets, könnt aber auch bei den Sharps in diesen Public-Bereich gehen, wenn ihr sagt, ich möchte mir das HQ gerne mal anschauen. Könnt aber nur in diesen Public-Bereich rum. Es gibt den VIP-Bereich natürlich für die ganz wichtigen Leute, ne, der einzelnen HQs. Die haben dann da eben die Missionen drin und sowas. Da könnt ihr im Public-Bereich nicht rein. Also so viel zu dem Thema. So, wichtiger Punkt, den sie dann auch noch zum Ende erwähnt haben, es wird Closed Betas geben. Wie und was? Am besten Social Media, den Jungs und Mädels folgen, dass ihr da reinkommen könnt. Was ich aber sehr, sehr gut Schachzug finde, haben auch gesagt, die Closed Betas sollen jetzt relativ weit entfernt vom Release schon stattfinden, um eben das Spiel schon mal von Leuten gesehen und getestet zu haben und Feedback zu bekommen, wenn irgendwas nicht stimmt oder irgendwas nicht geil ist, dass man es noch ändern kann. Also das finde ich schon mal sehr, sehr gut, dass sie diesen Zug gesagt haben, okay, wir werden Closed Betas machen, die jetzt nicht nur rein auf den Multiplayer bezogen sind, sondern auch grundsätzlich aufs Spiel, wo Leute halt rein können und uns da Feedback geben können, ob das, was wir da machen, ein würdiger Test of Unlimited-Nachfolger wird. Finde ich schon mal sehr geil. Vor allem, wie gesagt, eben die Info, dass wirklich drinstehen, jo, wirklich weit entfernt vom Release wollen wir Leute schon versuchen reinzuholen. Also ich denke mal, das wird nicht mehr so lange dauern. Das wird auf jeden Fall im Laufe dieses Jahres, würde ich denke ich, schon fast passieren, dass die ersten Closed Betas dazu starten werden. Plus, ich finde Closed Betas sowieso auch wichtig für den Multiplayer-Teil des Spiels, weil Test of Unlimited hat ja auch davon gelebt, dass es diesen Drop-In-Drop-Out-Multiplayer hatte, dass du einfach in der freien Welt einfach Knopf drücken konntest und warst direkt im Multiplayer in der Free-Roam-Welt mit allen Leuten, konntest das Spiel komplett mit allen zusammenzocken. Hat ja Test of Unlimited damals zusammen mit Burnout Paradise komplett revolutioniert, das Thema. Und da finde ich natürlich Closed Betas auch sehr, sehr wichtig, weil das ist ein Feature, dieser Multiplayer von Test of Unlimited muss zum Start funktionieren, der muss reibungslos funktionieren. Das ist einfach eines der Kernelemente dieses Spiels und da finde ich sehr gut, dass man sich für Closed Betas entscheidet und eben vor allem auch im Kerngame mit der Community viel interagieren möchte, um zu gucken, ob das wirklich das Test-Event ist, was man da am Ende entwickelt. Also, wie gesagt, erstmal traurige News, wurde verschoben. Da ich das aber so lange nichts kam, war ich eigentlich fast schon sicher, dass das dieses Jahr nichts mehr wird. Dann eben, wie gesagt, nur für die aktuellen Konsolengenerationen und den PC.
Und der Rest klingt sehr einladend. Wie gesagt, die Klaus Peters finde ich einen sehr, sehr guten Schachzug. Ich bin sehr gespannt, wann die starten. Ich hoffe, dass man da vielleicht auch das ein oder andere Video von machen darf. Ich denke mal, die ersten Klaus Peters werden relativ unter NDA laufen. Da wird natürlich nicht viel gezeigt werden dürfen, wenn das erst recht weit vom Release entfernt worden ist. Aber ich würde es mich freuen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich habe persönlich immer noch Bock. Wie gesagt, vor allem diese kleinen Details, wo sie da Fenster öffnen und Blinker und sowas. Ja, da holen die mich direkt wieder ab. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir im Rahmen des Summer Game Fest oder der Gamescom vielleicht trotzdem was zu sehen bekommen. Es heißt ja nicht, es wurde verschoben, dass jetzt trotzdem gar nichts gezeigt wird. Deswegen hoffe ich, dass wir im Laufe des Jahres trotzdem noch ein paar Infos und Gameplays bekommen. Das wäre zumindest ganz cool. Ich würde mich sehr darüber freuen, weil es geht auf jeden Fall anscheinend vom Mindset in die richtige Richtung. Jetzt muss auch das Gameplay noch stimmen, weil das ist natürlich auch ein wichtiger, elementarer Bestandteil am Ende von dem Test Drive. Aber warten wir mal ab. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Ich packe euch natürlich den Info-Link dazu auch in die Beschreibung, falls ihr euch das Ganze nochmal in Ruhe durchlesen wollt. Und dabei wäre ich raus. Bis zum nächsten Mal. Und haut rein, bis dann. Tschüss, tschüss. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team.